Hallöchen und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer Runde Minecraft One Try. Wir sind hier gerade auf der Map Highway. Ich habe sie noch nie gespielt. Ich habe sie schon ein, zweimal in Let's Plays gesehen, aber selber habe ich sie noch nie gespielt. Und jetzt spielen wir gerade wirklich das erste Mal auf dieser Map. Ich hatte gerade eben schon zwei Probe. Oh, das war ein richtiger Scheißstart. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier irgendwas finden, ne? Und ich weiß nicht mal eine Route, wie wir laufen könnten. Das ist das Problem. Und das wird jetzt alles schwierig. Ich hatte schon zwei Proberunden, die liefen beide ziemlich schlecht. Also ich habe beide direkt am Anfang verloren. Das ist alles sehr suboptimal. Deswegen hoffe ich, dass diese Runde jetzt besser laufen wird. Und dafür brauchen wir erstmal Kisten. Ich hoffe, es ist niemand hinter mir direkt. Aber wo sind denn hier Kisten? Ich laufe hier schon durch alle Autos durch. Und ich sehe hier nicht mehr hinter Auto, nicht immer Auto, nirgendwo sehe ich eine Kiste. Gibt es hier Kisten auf der Map? Hallo? Zum Glück sehe ich wenigstens gerade keinen Spieler. Jetzt leckt das gerade ein bisschen. So, hier im Wald sind doch bestimmt irgendwo Kisten an den Bäumen. Also auf Gommelpark sind an den Bäumen so viele Kisten, wir können die mal mitnehmen. Das wird uns nicht schaden, sondern wenigstens was zu essen. Hat uns zwar nicht ganz so viel gebracht, aber wir brauchen jetzt erstmal Kisten. Wow, da haben wir eine Kiste, leider keine Waffe, aber Essen auch. Wir brauchen eine Waffe, wir brauchen dringend eine Waffe, weil sonst wird es wieder eine ganz erbärmliche One-Try-Runde, weil so kommen wir überhaupt nicht weit, aber da haben wir eine Kiste noch. Wieder keine Waffe. Ich bleib hier einfach mal am Rand und hoffe, dass wir ein bisschen mehr Kistenglück haben. Da hinten ist noch eine Kiste. Bitte, 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 lass die noch nicht gelootet sein und lass da was Geiles drin sein. So, haben wir schon mal ein Schwert, ein Feuerzeug, XP-Flaschen. So, jetzt können wir auch was essen. Jetzt startet die Runde erst richtig für uns, weil davor lief das ja alles echt suboptimal. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Kompass, dann wäre die Runde für mich perfekt, echt. Ich glaube, im Goldschwert kritet man mehr. Habe ich zumindest mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da hinten ist jemand. Den holen wir uns. Oh, oh, der hat uns. Oh, das wird knapp. Ja, wir haben ihn. Yes, und der hatte so noch Healing-Flaschen. Also keine Ahnung, warum er sich nicht geheilt hat. Aber jetzt haben wir hier das. So, jetzt sind wir schon mal ganz gut equipped für den Anfang. Aber jetzt brauche ich erstmal hier ein bisschen Ruhe. Und das wollte ich hier irgendwo hoch. Geht's da irgendwo hin oder... oder was da los? So, wo geht's denn jetzt längs hier? So. Ja, hier geht's schon mal ein bisschen hoch, aber ich habe hier Angst. Ich habe Höhenangst. Deswegen werde ich hier auch schnell wieder weggehen. So, da noch einmal hoch. Können wir da längs? Da ist jemand. Oh, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Das war eine knappe Sache, das war echt eine knappe Sache. Und der hat auch echt mega gut gekämpft dafür, dass er viel schlechteres Equip hatte als ich. Und jetzt fallen wir hier noch runter. Wenn wir jetzt an Fallschaden gestorben wären, ne? Und wie ich mich da aufregen würde, das wüsstet ihr gar nicht. So, Mann, ne, ich gehe hier aus dem Turm raus. Der ist mir echt viel zu gefährlich. Aber ich sehe hier sowieso auch keine Kisten bis jetzt drin. Vielleicht kommen wir hier noch irgendwo hin. Den anderen Weg, den lasse ich jetzt lieber. So, wo sind hier Kisten, bitte? Ich habe hier noch keine einzige Kiste gesehen. Ne, das lassen wir. Das werden wir lassen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, kommen wir darauf, ohne zu sterben. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, bitte. Ja. Boah, da hatte ich echt Angst. Da hatte ich echt ein bisschen Angst, dass wir da jetzt sterben. Und es sind noch 9 Stück drin. Da hinten ist jemand. Oh, ich glaube, der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Aber der hat keinen Equip, so wie es aussieht. Oh oh, und ich habe keinen Kompass. Ich würde so gerne einen Kompass haben, weil Kompass erleichtert das Leben sowas von. Es gibt nichts, was das Leben mehr erleichtert als ein Kompass. Ich finde, Kompass ist echt das Wichtigste in Survival Games, weil so kann man direkt auf die Gegner gehen und den nach hinten holen wir uns das trotzdem mal. Oh, der hat ein bisschen lange gebraucht. Der hat viel zu lange gebraucht. Also echt, es kann auch sein, dass es an seiner Leitung lag oder so. Oh oh. Da müssen wir jetzt erstmal weg. Da müssen wir jetzt erstmal weg. So. Erstmal weg hier, erstmal weg hier, erstmal weg hier. Wo ist er? Oh, ich höre ihn irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Oh, da kommt noch jemand, oder wie? Ist das jetzt ein anderer? Ist das ein anderer oder nicht, Leute? Ich weiß es echt nicht. So, brennt er schon mal. Burn down, mein Freund. Warum treffe ich ihn nicht? Jetzt aber, ja, jetzt haben wir ihn, yes.
So, jetzt müssen wir erstmal so viel essen. Wir haben die ganze Zeit nichts gegessen. Das ist nicht so praktisch. So, und jetzt haben wir auch gutes Equip eigentlich ziemlich. So, die erstmal. Aber wir haben da noch eine bessere Hose auf jeden Fall. So, aber das läuft jetzt auf jeden Fall. Wir haben Full Iron jetzt. Also jetzt läuft die Runde für uns. Jetzt läuft die Runde auf jeden Fall für uns. Das auf die 2. Essen haben wir auch auf jeden Fall erstmal genug. Und wir noch irgendwas gebrauchen. Äpfel legen wir einfach mal da rein. Der Rest, der zieht zu viel. Der zieht zu der gibt mir zu wenig Hungerbalken. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das heißt da. Auf jeden Fall gibt der mir zu wenig Hungerbalken. Das Feuerzeug können wir auch nochmal verbessern hier. So. Jetzt sind wir. Hat er einen Kompass? Ja, klar, der hat auch keinen Kompass. Ich fass es nicht. Ich hätte wenigstens erwartet, dass er einen Kompass hat, aber nicht mal das hat er auf der Reihe. Echt, jetzt müssen wir weiter suchen, die ganzen Leute. Und jetzt habe ich auch wieder Angst auszuscheiden, weil man dann von hinten überrascht werden kann. Mit einem Kompass ist das alles ein bisschen schwieriger, sich von hinten überraschen zu lassen. Aber, naja, wir laufen jetzt einfach mal hier ein bisschen um die Map. Aber wir können, nee, wir haben nicht genug Level. Haben wir noch irgendwas? Wir haben nichts, was wir benutzen können. Nichts haben wir im Inventar, was wir benutzen können. Mann, hier sind wir vorhin schon mal längst gelaufen. Oh, die Runde läuft eigentlich ganz gut bei uns. Wie viele Kills haben wir jetzt gemacht? 3, 4. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht ist da ja ein Kompass drin. Ne, die ist sogar schon gelootet. 4 sind nur noch drin. 4 sind nur noch drin. Das ist doch gut. Der ist wahrscheinlich irgendwie von so einem riesen... Wie heißt es denn gleich? Von diesen Windrädern runtergefallen. Das hatte ich in der Folge gesehen. Das ist hier irgendwie solche... Ah, da sind die doch. Da haben wir doch die riesigen Windräder. Also ich habe gesehen, dass man da ganz leicht runterfallen kann. Ich denke mal, das ist auch dem, der gerade eben gestorben ist, passiert. Könnte ich mir vorstellen. So, in Deathmatch brauche ich auf jeden Fall keinen Kompass mehr. Ich habe das Gefühl, wir laufen nur im Kreis. Kann das sein? Einer, der hier Ahnung hat. Also, wir waren doch vorhin schon hier. Oder gibt es das hier öfter? Und da ist auch schon wieder die Wand. Hä? Wir gehen einfach mal hier raus. Wir können doch nicht nur im Kreis gelaufen sein. Eigentlich könnten wir es nicht. Und jetzt packen wir hier fest. Warum auch immer. Aber wir können doch nicht die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen sein. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass wir im Kreis gelaufen sind, eigentlich. So. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Was haben wir denn da Schönes? Nichts. Und irgendwie leckt das auch bei mir. Merkt ihr das? Also gerade eben hat's... Oh nein. Mein Ping ist gerade... Oh nein. Ob nicht Pong. Ping. Nein. Wie ist mein Ping? Mein Ping ist ja anscheinend richtig scheiße gerade. Das meine ich mit Kabel Deutschland. Jetzt haben wir zum Beispiel... Jetzt haben wir keine Chance hier im Finale eigentlich was zu reißen. Vor allem leckt mein PC dann auch noch rum. Wie soll das denn was werden hier? Mit diesem Ping können wir nichts erreichen. Ja, die haben wir noch wegbekommen. Aber mehr können wir echt nicht erreichen mit dem Ping. So, wo ist der andere Typ? Der holt sich wahrscheinlich gerade schön das Dia-Schwert. Nee? Wo ist er denn? Jetzt hätte ich gerne einen Kompass. Hä? Leute, wo ist der? Dann hole ich mir halt selbst das Dia-Schwert. Hallo, warum komme ich da nicht ran? Kann man es nur von bestimmten Seiten öffnen? Da ist er doch. So, den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt. Der hat sich das Dia-Schwert geholt. Nein, hat er nicht. Den holen wir uns aber. Oh, warum sneakt der denn die ganze Zeit? Warum sneakt der? Mann, warum sneakt der denn die ganze Zeit? Was? Wir haben gewonnen. Wir haben die Runde geschafft. Plato, geh mal... auf jeden Fall freut mich, dass wir das gewonnen haben. Der hat gebuggt. Kann sein. Aber ich glaube, es gibt auch irgendeinen Hack, dass man so die ganze Zeit sneakt. Aber der ist ja nicht gesprintet. Deswegen glaube ich einfach mal, dass er gebuggt hat. Es war auf jeden Fall eine schöne Runde One Try. Ich hatte 2 Versuche davor. Die habe ich jetzt auch gar nicht jetzt aufgenommen, sondern ich mache mir immer so ein paar Warmmachrunden, damit ich erstmal ein bisschen in den Spielmodus reinkommen. Das hat überhaupt nicht geklappt, wirklich. Und jetzt meine erste richtige Runde gleich gewonnen. Das freut mich und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei der Folge. Wenn ja, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Das freut mich immer riesig. Und dann... Was? Da sieht man, dass mein Ping gerade zur Zeit echt verrückt spielt. Oh ne, das wollte ich nicht schreiben. Ich wollte das hier nochmal haben. Ihr seht, mein Ping, der ist echt... Kabel-Deutschland-mäßig. Na gut, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Plato. Ciao.